Welches Team wird deutscher Physikmeister? Zur Nationalauswahl des German Young Physicist Tournaments strömen einmal im Jahr junge Nachwuchswissenschaftler aus ganz Deutschland ins Physikzentrum der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Bad Honnef. In diesem Jahr kamen 77 Teenager zwischen 14 und 18 Jahren, um ihr Physikwissen unter Beweis zu stellen. Anders als zum Beispiel Jugend forscht, ist der GYPT ein Teamwettbewerb, bei dem die jungen Forscher zuerst ihre Ergebnisse präsentieren und sich dann den kritischen Fragen eines gegnerischen Teams stellen. Das ist schon irgendwie ein hohes Niveau. Das ist halt viel Arbeit. Meine ersten Experimente habe ich in den Herbstferien, also Ende Oktober, gemacht. Aber es lohnt sich einfach dadurch, dass man zusammenarbeitet, dass immer lustige Leute sind. Man trifft die ganzen Leute wieder und macht Spaß. Und ich hoffe, dass ich dann auch nach IYPT gehen kann. Der IYPT ist der internationale Wettbewerb, für den die Teilnehmer sich hier qualifizieren. In Bad Honnef wird nach den 10 Besten gesucht. Insgesamt 39 Juroren begutachten die Vorträge der Teilnehmenden. Und in Vorbereitung auf den internationalen Wettbewerb ist die Turniersprache Englisch. We have now the problem 8, the salt membrane filter. I'm from the team Physical Education and I am going to educate you on fluid mechanics now. Today I'm going to present you problem number 2 in conspicuous fall. This is the problem. The task reads as follows. A heavy particle may fall through a horizontal soap film without rupturing it. However, a light particle may not penetrate the film and may remain on its surface. Aus insgesamt 17 Problemstellungen können die Nachwuchsphysiker ein Thema auswählen, das sie interessiert. Allerdings darf das Thema pro Team nur einmal bearbeitet werden. Die Matches finden in 7 Sälen gleichzeitig statt. Und ob nun die Eigenschaften eines Seifenmembranfilters erforscht werden oder die Parameter, die sich auf die Flugbahn und Wurfdistanz einer Spielkarte auswirken, alles sind komplexe physikalische Aufgaben. Über mehrere Monate haben sie sich damit sowohl experimentell als auch theoretisch befasst. Für die Präsentation der Ergebnisse haben sie 12 Minuten Zeit. As I already mentioned, the smaller beads can't pass the membrane, while the bigger one can. The task was placing it in a mobile loop around two pulleys with their axes located at some distance from each other. But I had a problem because I didn't have a constant water level because of the evaporation of the water. So here my final setup for the power depending on the temperature measurement. Bis ins Detail haben sie ihre Versuchsaufbauten optimiert, um die einzelnen Parameter zu beleuchten. Und die 12-minütige Vortragszeit füllen die meisten locker. Dann ist das gegnerische Team gefragt. 2 Minuten lang brüten sie über Fragen, um den Präsenter in die Mangel zu nehmen, aber auch um zu zeigen, dass sie sich in ein anderes Thema hineindenken können. Thank you for your presentation. I really like it, but also it was really good. I have some questions. As you're speaking of your bottle, did you change anything about that? Did you only drop like one bead? Auf einen höflichen Umgangston wird Wert gelegt, egal wie kritisch die Fragen. Die Diskussion gibt die Möglichkeit, Ergebnisse kritisch zu hinterfragen, aber auch das eigene Physikwissen unter Beweis zu stellen und gegebenenfalls sogar Verbesserungsvorschläge und andere Lösungsansätze einzubringen. Ganz wie für den Vortrag haben Sie auch für die Diskussion 12 Minuten Zeit. Okay, it's time for three questions. Jonas wants to start. A question to the reporter. What do you think would change if I change the diameter of the wire? I think if I had a greater diameter, we'd have greater forces, so also more power. Do you think that the viscosity of the fluid has an influence? Do you agree with that? Yes, I do agree. If the temperature of the water manages to kind of heat all of the wire. What kind of equations did you solve in this simulation? 4 Minuten lang prüfen die Juroren das Hintergrundwissen und tiefere Verständnis von Vortragenden und Gegnern. Dann können beide Kandidaten kurz durchatmen, während die Juroren Vortrag und Diskussion bewerten, bevor sie auf beides Feedback geben. To the report, I really liked your setup. It was very sophisticated, so you can change many parameters and looks really good. And also your results were
many you had and did many measurements, so I really liked it. The opponent, I liked it that you tried to give your own opinions and even give some suggestions on the experiment is that feasible. For me, you should have sticked a little more to the theory. You really shortly told us which forces were acting, where this force acts, and there's an angular momentum which comes in place. Thank you very much. I wish you good luck. Es war nett, es war gut. Also der Vortrag ist wirklich gut gelaufen, aber noch viel interessanter fand ich es, also Gegner zu sein heute und einen anderen Vortrag zu verstehen, wenn man das Thema das erste Mal hört und dem anderen darauf Fragen zu stellen. Ich finde diese Diskussion im Nachhinein immer sehr interessant. Es gab sehr, sehr exzellente, die eigentlich fast schon fertige Präsentationen hatten. Es gab welche, bei denen man gesehen hat, dass sie eigentlich sehr gut sind, aber dass sie, ihnen noch die Handwerkszeugs fehlt. Und es gab auch diejenigen, die gut sind, aber wo es halt noch einiges mehr zu verbessern gibt. Die besten drei Teams begegnen sich noch einmal im Finale. Platz 3 belegt das Team Merkers Elite erste Reihe aus Bayreuth. Auf Platz 2 schafft es Clashy Passion aus Ulm. Und den ersten Platz belegt das Team Blue Shift aus Bayreuth mit einem gewaltigen Vorsprung von annähernd 20% vor den Zweitplatzierten. Neben der Teamwertung gibt es beim GYPT auch eine Einzelwertung. Die besten 10 werden zu einem Workshop in Ulm eingeladen, wo dann noch einmal ausgesiebt wird. Denn nur die besten 5 waren zum IYPT. Was passiert denn jetzt hier? Ja, jetzt ist die große Jury-Sitzung. Das heißt? Wir finden jetzt raus, wer die 10 besten für Ulm sind. So, nachdem jetzt die Finalteams feststehen für das morgige Finale, wird heute Abend in der separaten Jury-Sitzung die andere Preisverleihung vorbereitet. Und zwar wählen wir als Teil des GYPT-Bundeswettbewerbs eben auch die 10 besten Einzelteilnehmer aus, nicht nur die 3 besten Teams. Und die werden dann in einen weiteren Workshop eingeladen an der Universität Ulm, wo wir aus den 10 nochmal 5 auswählen für das internationale Tournament dieses Jahr in Rumänien. Und das ist eine geschlossene Sitzung, hier darf man nicht mal von außen reinschauen. Streng geheim. Da darf nichts nach außen drängen. Während die Juroren noch einmal ran müssen, fällt bei den jungen Physikerinnen und Physikern so langsam die Spannung ab und die Freude an der Begegnung und dem Zusammensein tritt in den Vordergrund. Am nächsten Morgen im Finale gibt es noch einmal 3 Matches vor allen anderen Teilnehmern. Hier kann man sich wirklich etwas abschauen, denn die Finalisten haben es schließlich nicht ohne Grund so weit geschafft. Die Vorträge sind auf enorm hohem Standard und beleuchten komplizierte physikalische Phänomene wie magnetische Levitation, also Schweben, oder wie ein Fata Morgana-ähnlicher Effekt in Wasserlösungen entstehen kann. You can see that on the bottom the light wave gets curved downwards, on the top gets curved upwards. Auch die Diskussionen werden auf extrem hohem Niveau ausgetragen. Well, I think it is better for such a comparison to use a certain angle, and because we had here this angle zero or plus minus a bit zero, then I think you shine just too hard. Yeah, I agree. That's true. And that's why I think first this point goes downwards, and after a certain time, I agree to you, it goes upwards again. Doch wie wird sich das Finale auf die Platzierung auswirken? In diesem Jahr gibt es beim GYPT schlussendlich keinen dritten Platz. Platz 2 teilen sich die Teams Flashy Passion und Merkers Elite erste Reihe. Geht an das Team
Am ersten Platz ändert sich also nichts. Das Team aus Bayreuth ist der Überflieger des GYPT 2020 und gewinnt mit weitem Vorsprung. Und hier nun die 10 Bestplatzierten des German Young Physicist Tournament 2020 in Bad Honnef, von denen wieder die besten 5 zum internationalen Finale fahren. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ich mag hier die Atmosphäre, die Leute. So, ja. Ich wusste, dass mein Vortrag ganz gut ist, beziehungsweise ich war zufrieden mit meinem Projekt. Und wenn man zufrieden mit seinem Projekt ist und so daran geht, dann kann man sich relativ sicher sein und selbstbewusst sein, dass es gut wird. Das erste Mal, dass ich teilnehme, habe ich überhaupt nicht erwartet. Und ich bin sehr, sehr froh. Also die Teams waren wahnsinnig stark dieses Jahr. Wir hatten ein sehr breites Teilnehmerfeld, wo sicherlich sehr viele, auch sehr junge Teilnehmer, nächstes Jahr nochmal teilnehmen werden und wahrscheinlich dann noch besser zu uns kommen. Und für diejenigen, die weitergekommen sind, ist es natürlich, gilt es jetzt 5 aus 10 zu machen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da eine sehr starke Nationalmannschaft rauskriegen. Und mit so viel starken Kandidaten dieses Jahr, wer weiß, vielleicht gewinnt die Nationalmannschaft sogar zum ersten Mal beim International Young Physicist Tournament in Rumänien.